Passau kennt Kant jetzt, glaube ich, sogar ein bisschen besser als vor unserem Projekt. Und ich glaube, Kant würde Passau jetzt auch besser kennenlernen, weil wir auch wirklich die Themen besprochen haben, die Passau bewegen, ausgehend von Kant sozusagen als Sprungbrett. Die Diskussion würde gut aufgenommen und der Spielball ging zwischen Kant und der Stadt hin und her. Bei Passautonomy geht es vor allem darum, Philosophie mitten in die Stadt zu bringen, zu den Menschen zu bringen und raus aus dem Elfenbeinturm der Universität, der akademischen Diskussion rein in das Gespräch mit den Menschen. Und da steht natürlich auch das Biergartenprojekt sinnbildlich dafür. Das ist ein ganz alltäglicher Raum, in dem viele Menschen aufeinandertreffen, viele Meinungen, und der eignet sich sehr gut, um auch ins philosophische Gespräch zu kommen. Tatsächlich haben wir natürlich immer ein bisschen Kant mitgebracht. Es gab immer einen Reader, wo man so ein bisschen in die Gedankenwelt Kants eintauchen konnte. Aber im Gespräch hat sich dann schon rauskristallisiert, dass wir auch mit eigenen Themen an solche Texte rantreten. Mit Themen, die uns heute beschäftigen, zum Beispiel sind nur Menschen frei oder auch Tiere, wie zum Beispiel Menschenaffen. Wie würde Kant heute auf neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften reagieren? Und was ist eigentlich mit der Freiheit im Straßenverkehr zum Beispiel? Ja, gerade hier in Niederbayern und bei dem Wetter hier im Sommer ist das eigentlich, glaube ich, der schönste Ort, an dem man zusammenkommen kann, um über Philosophie zu sprechen. Und warum gerade Kant? Naja, der 300-jährige Geburtstag ist sicherlich der Anlass. Aber das ist auch ein schöner Moment, um darauf zu reflektieren, wie wir eigentlich mit unserer Philosophiegeschichte umgehen wollen, was wir davon behalten wollen, was vielleicht aber auch in die Mottenkiste der Geschichte gehört und was immer noch relevant ist. Und was ich halt ganz besonders schön finde, ist einfach, dass erstens sich so viele Studierende beteiligt haben an dem Projekt, dass so viele junge Menschen sich so aktiv hier eingebracht haben und wir es dann immer wieder in den Runden auch gesehen haben, wie die unterschiedlichsten Menschen letztlich hier zusammengekommen sind, um gemeinsam über Philosophie zu sprechen. Und das freut mich ganz besonders.